Morgen. Ich mal auf. Und schau mal. Und schau mal, ob der Müll schon da war. Oh, dann lassen wir uns vom Tag überraschen. Oh, der Müll war noch nicht da. Das heißt, ich darf hier vorne nicht so viel hinstellen. Naja, ja. Mal froh sein, dass du noch bis zum 9 Uhr auf hast, ja, abends. Ja. Dass du da schnell um 7 Uhr, halb 7 Uhr noch schnell den Kunden nimmst. Wa? Aber ich bin doch ein netter Mensch, wa? Thomas, wa? Oder? Ja, hoffe ich. Ich bin da, woher soll ich denn nicht wissen, nee, ob du meine, nett bist? Nein, ich meine, wo soll ich denn nicht? Aber mit mir kannst du fertig stehen, Thomas. Ich tue keinen Wahl, ich bin ehrlich, ich tue verlässlich. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Ja. Das ist ja nur die Traurigkeit. Was siehst du, was ich meine, anders von mir sehen? Ja? Wenn ich irgendwie verlasse oder so, oder auf dem Auto oder so, dann sitzt du 5, 6, 7, 8 Jahre oder was, bis ganz nach zu Hause, dann fängt an zu heulen und der kommt ja nicht. Weil das ist was ich ärgere. Ja, ja, ich schraube heute draußen. Handschuhe habe ich vergessen. Ja, aber ich schraube draußen, weil es mir Spaß macht und weil es schönes Wetter ist. Und morgen soll es wieder regnen, hat Wolfgang gesagt. Ne, Wolfgang hat gesagt, ich weiß nicht, ob es auch so eintrifft. Oh, bin ich ein Klops. Ich muss ja. Schläuche sind ja auch da drin. Ich laufe viel zu viel hier in dem Laden. Morgen! Bin leider! Was braucht, so, haben wir. Ja, deswegen nutze ich das Wetter noch aus. Ja, Mensch, ein Kind als Pfand kriegt man noch selten gegen Probefahrt für das Fahrrad. Aber so ist es. Die werden ständig nachproduziert, das ist halt ein Kind als Pfand. So. Und Kind pumpt? Ja, ganz entspannt, ein Kind als Pfand. Zeigt Peugeot hat gekauft mit kaputten Speichen und Bremszügen für 80 Euro. Das ist günstig, die werden nämlich hier gehandelt mit 250. Checke ich mal so ein Hawk Werberad. Vielleicht kennt er die. Promotion-Aktion Hawk. Ist Hawk, glaube ich, oder? Ach, das ist keine Ahnung. Auf alle Fälle muss ich das mal checken, das stand jahrelang jetzt rum. Schauen wir uns mal an, was da zu machen ist. Reifen sind platt, Felgenbänder sind durch. Vielleicht braucht es neue Reifen, vielleicht nur aufgepumpt werden, neue Felgenbänder. Wir schauen! Hallo. Pumpen und gut. Schauen wir mal. Heute ist draußen arbeiten an dieser. Nicht schwächeln. Ich hab was zu verschenken. So, warte. Komm, kannst du ein bisschen kochen? Eigentlich nicht. Nee? Nee. Ich bin vorne auf der Bank. Ja, die paar, nee, ich nehme. Ich kann nicht mehr drauf. Das sind doch Bücher. Bücher? Guck mir einmal an. Ja, will ich. Ja. Ja, gut, okay. Wunderbar. Ach, meine Farbe. Farbe meines Fellers. Gut, siehst du. Ja, sie hat extra die großen Stücken uns aufgetan.
Fisch. Leckere Fisch. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Mmh, warm. Mhm. Mmh. Frisch. Mmh. Ich war ja in den Termin. Das ist ein Familienzentrum, aber auch eine Behörde. Also es ist eine Behörde. Und naja, sie hatte eigentlich uns so ein bisschen aufgezählt, was wir alles für Hilfen bekommen könnten, was wir beantragen könnten. Sie meinte, auch wenn es gut läuft und wir alles gut hinkriegen, kann man doch trotzdem die Familie ein bisschen entlasten. Einfach damit man nicht am Ende dann kaputt ist, wenn die Kinder alle ausziehen sozusagen. Ne? Also sie meinte, also das ist auch total witzig. Mal zu sehen, wenn man als Eltern dann sich den Mund fusselig redet und man dann als praktisch als Arzt irgendwie, obwohl sie natürlich kein Arzt in dem Sinne ist, aber Psychologin, da ankommt, auf einmal alles kein Problem ist. Ne? Kartenbowlei. Ja, den habe ich gekauft, den Rahmen. Peugeot. Mit Carboleitrohr, was auch immer. Tube Special Carboleit 103, kenne ich nicht. Carbonlicht. Eine Speiche kaputt und den Bremszug neu. Könnte den gut verkaufen. So, das Peugeot hat das fertig, da brauchen wir jetzt nur noch Griffe und Speiche ist ersetzt, Bremsbelag, Bremszüge funktionieren, ich bin fertig. Und Wolle pumpen Reifen auf? Hau mit deiner Kamera ab. Die Kamera ist wichtig, guck mal, hier kommt das nächste Rad zum Aufpumpen, hier kannst du einen pumpen. Nein, das ist Wolfgang, wie viel machst du denn? Die Klimmzüge. Ah, Mist, verdammt, jetzt hat er nachgelassen. Und Action. Wollen wir mal was sehen? Dann pumpen. Hau ab. So, zeig. Wolfgang legt an. Achtung. Aus Wollesicht, fast. Wolfgang prüft den Sitz. Jawohl. Jetzt macht der Wolfgang den sauber. Du schaffst es. Wolfgang, ich fasse es nicht. Das hätte ich nicht geschafft. Ist gut gemacht. Ein Träumchen. Ein Traum im Pneu. Wo ist er? Noch hier. Jetzt wird er größenwahnsinnig. Jetzt fahre ich ihn, als ich heute tot, wa? Wie meinst du? Mit Miet meine ich jetzt, wa? Na, vieles nicht, nee. Nee, vieles nicht. Das ist ein Ding hochgehabt. Naja, vielleicht kommt morgen noch was. Okay.
Ich dachte, ich verkaufe das heute schon hier. Zack, weg. Ja. So, heute ein ganz kurzes, schnelles Ende. Hier, meine Tochter guckt noch Nickelodeon oder so. Keine Ahnung. Ich mache zu, ich räume jetzt ein. Gleich ist Feierabend. Heute war nicht viel, aber das, was war, zeige ich euch. Also bis morgen, bis dann. Ciao, Tommy.